Wir hatten initial beim Ersteintreffen einen sehr stark entwickelten Brand im Lagerbereich mit einer massiven Rauchentwicklung. Die erste Brandbekämpfung mit den eingetroffenen Kräften schon sehr erschwert gewesen ist. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Wir sind alarmiert worden zu einem Gewerbebrand Klein heute Vormittag gegen 10 Uhr in der Straße im Emscherbruch Ecke Hohe Wartstraße in Herten. Lage bei Eintreffen war ein fortentwickelter Brand im Lagerraum der Firma im Hintergrund. Handelt sich um Autoteile-Zulieferanten und Tuning. Die Schwierigkeit war die massive Rauchentwicklung bei dem Brand im Lagergebäude und der starke Wind, mit dem wir es momentan hier zu tun haben, und die Bauweise des Gebäudes. Wir hatten initial beim Ersteintreffen einen sehr stark entwickelten Brand im Lagerbereich mit einer massiven Rauchentwicklung. Die Zugangsöffnung zum Gebäude, wo wir die Brandbekämpfung aufnehmen konnten, lag leider der windabgewandten Seite, sodass die Kollegen durch den Rauch vorgehen mussten bei null Sicht und die erste Brandbekämpfung mit den eingetroffenen Kräften schon sehr erschwert gewesen ist. Wir haben einen verletzten Feuerwehrmann zu beklagen. Die Person wurde ins Krankenhaus transportiert, ist aber auf dem Weg der Besserung. Das weitere Vorgehen ist, dass wir weiterhin Messungen durch den Messzug des Kreises Recklinghausen im Stadtgebiet Herten und angrenzend nach Recklinghausen vornehmen lassen, um die Rauchentwicklung weiterhin im Auge zu behalten. Des Weiteren wird das Gebäude jetzt leider Gottes kontrolliert abbrennen gelassen. Um aber eine Brandausbreitung zu verhindern, wird von außen weiterhin noch die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern aufrechterhalten. Nein, im Grunde ist so eine Einsatzstelle mit so einer raschen Brandausbreitung nicht alltäglich. Grundsätzlich handelt es sich aber um einen Brandeinsatz in einem Gewerbegebiet. Allerdings waren wir doch von der raschen Brandausbreitung sehr überrascht. Momentan sind Kräfte der Feuerwehr Herten gesamt und der Feuerwehren aus dem Kreis Recklinghausen, unter anderem unterstützend durch die Feuerwehr Recklinghausen in der Brandbekämpfung.
und Einheiten des Rettungsdienstes aus dem Kreis Recklinghausen vor Ort mit ca. 80 Kräften. Thank you.
jetzt geht's durch. Haben wir hier noch. Ne? Ja? Kräfte der Feuerwehr Herten sind im Einsatz. Die Feuerwehr Recklinghausen. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.